Ich habe noch ein paar Informationen im Zusammenhang mit den Gelbwesten recherchiert. Und welche das sind, das erfahrt ihr gleich. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Meine Wiki-Welt. Ja, ich hatte ja vor ein paar Tagen hier auf meinem Kanal die Claire Schiffer zu Gast, die ja zum Thema Gelbwesten uns Rede und Antwort gestanden hat. Sie war ja selbst vor Ort in Paris und hat dort ganz unmittelbar ihre Eindrücke gegeben. Ich hatte dann noch mal ein bisschen das Bedürfnis, mich zu informieren zum Hintergrund der wirtschaftlichen Lage und der sozialen Spannungen, die eben die Grundlage für den Protest der Gelbwesten darstellt. Und da möchte ich anfangen mit einem Artikel vom Handelsblatt. Ihr titelt das Handelsblatt mit dem Titel »Warum Frankreichs Wirtschaft trotz Macrons Reformen nicht auf Touren kommt«. Keiner der französischen Präsidenten hat den Abwärtstrend der Industrie stoppen können. Nun gehen Industrielle auch noch nach Deutschland ins Exil, von Thomas Hanke. Der Artikel ist erschienen 11.09.2018, also relativ kurz vor dem Entstehen der Gelbwesten-Proteste, sodass das also schon auch ein aktuelles Bild der Lage der französischen Wirtschaft eben widerspiegelt. Wir lesen hier: Der Staatspräsident peitscht eine Reform nach der anderen durch das Parlament. Die Stimmung der Wirtschaftsbosse ist prächtig. Die ganz großen Unternehmen zahlen rekordverdächtige Dividenden. Doch trotz aller positiven Ambitionen, die Wohlstandsmaschine Frankreich kommt nicht auf Touren und das Volk beginnt zu murren. Wie gesagt, das war hier sehr weitsichtig beobachtet, dergestalt, dass tatsächlich ein paar Monate später es zu massiven Protesten eben kam. Lesen wir weiter. Was viele Ökonomen verunsichert, ist die anhaltende Verschlechterung in einem sehr wichtigen Teil der Wirtschaft, dem produzierenden Gewerbe. Der Niedergang der französischen Industrie setzt sich fort. Das sollte uns beunruhigen. Ja, weiter heißt es hier, und der Chef der staatlichen Investmentbank BPI, Nicolas Dufroux, oder wie auch immer man das ausspricht, ich kann ja kein Französisch, verfolgt einen persönlichen Albtraum, dass immer mehr französische Industrieunternehmen in Deutschland Kapazitäten aufbauen, während sie in Frankreich Arbeitsplätze verlieren. Ja, das ist auch ein bisschen ein Hintergrund, der natürlich wichtig dafür ist, dass Macron davor zurückschreckt, die Vermögenssteuer wieder einzuführen, weil er sowieso schon die Tendenz in seinem Land beobachtet, dass es eine Art Kapitalflucht aus Frankreich gibt, also dass vermehrt Investitionskapital nach Deutschland fließt und während umgekehrt es vergleichsweise wenig Investitionskapital von Deutschland nach Frankreich fließt. Also was das anbelangt, hat da das deutsch-französische Verhältnis ein Defizit zu Ungunsten von Frankreich. Lesen wir weiter. Ja, er schreibt weiter, heißt es eben, dass Frankreich 2017 ein Handelsbilanzdefizit von 63 Milliarden hatte. Das ist natürlich schon relativ gewaltig. Weiter kommt er dann noch auf den Arbeitsmarkt zu sprechen. In den vergangenen 10 Jahren hat sie, das heißt die französische Industrie, 500.000 Arbeitsplätze verloren. In Deutschland entstand im selben Zeitraum 30.000 industrielle Jobs. Deutliche Beschäftigung aufgebaut hat Frankreich hingegen in gering qualifizierten und eher schlecht bezahlten Branchen wie dem Restauration, der Hotellerie und dem Transportgewerbe. Dann kommt der Autor eben auf die Ursachen zu sprechen, und ein Problem sind die sogenannten Lohnstückkosten, also die Kosten dafür, etwas in einem Land zu fertigen, und eben auch Forschung und Entwicklung seien vernachlässigt worden und die berufliche Bildung eben auch.
Das alles hat Macron versucht, durch Reformen anzugehen. Trotzdem dauern natürlich solche Reformen lange, bis sie greifen. Und das Fazit ist hier, Frankreich produziert spanische Qualität zu deutschen Preisen. Ja, das heißt, die französische Industrie hat wirklich ein Problem damit, wettbewerbsfähig zu sein. Es ist nicht so, dass es in allen Branchen gleich sich die Lage darstellt. Das heißt hier eben, nur in 4 Branchen schlägt sich die französische Industrie noch halbwegs gut. Flugzeug und Autos, Chemie, Nahrungsmittel und Pharma. Nach meiner Erzählung sind das 5 Branchen, aber sei es dahingestellt. Ja, das Problem ist aber, was Frankreich insgesamt so ein bisschen kennzeichnet, ist der relativ schwach ausgebildete Mittelstand. Ja, das ist traditionell die große Stärke der deutschen Industrie, und gerade wenn man sich die Automobilindustrie anschaut, dann stellt man eben fest, man hat in Deutschland nicht nur sehr große Hersteller, sondern auch sehr, sehr große Zulieferer, zum Beispiel Bosch und Conti. Und ein ganz wesentlicher Teil der Wertschöpfung in der Automobilindustrie geschieht eben durch die Zulieferer. Ja. Und es gibt auch kleinere Firmen, ja, wie zum Beispiel D-Space in Deutschland, die eben auch wichtige, ja, Technologie für die Automobilindustrie bereitstellen. Da gibt es eben in Deutschland auch eine sehr, sehr dichte Industrie, was das anbelangt. Und in Frankreich ist da eben bei weitem nicht so stark aufgestellt. Dann gehen wir noch weiter durch den Artikel. Ich glaube, hier habe ich noch was. Macron hat eben hier einiges auch versucht in Bewegung zu setzen. Das heißt aber, diese Initiativen sind noch zu frisch, um schon Wirkung zeigen zu können. Also es geht um Ausbildungsinitiativen, Forschungsinitiativen etc. Also wirklich Investitionen in die, ja, wenn man so sagen, in die Qualität der französischen Forschung und Ausbildung. Die Bemühungen der Vorgänger haben wenig gefruchtet, weil die Politik die produzierende Wirtschaft gleichzeitig zu sehr abschreckte. Sarkozy traute sich nicht an die hohen Lohnkosten. Hollande erhöhte massiv die Unternehmenssteuer. Beide wagten es nicht, den überbordenden Staat zurückzunehmen. Überbordender Staat, da möchte ich das kurz noch ergänzen, meine Darstellung, um einen Screenshot aus einem Vortrag von dem Hans-Werner Sinn. Ich habe den ja auch schon mal ein bisschen besprochen, aber diese Grafik finde ich doch sehr instruktiv, was die 3 größten Volkswirtschaften Europas anbelangt. Wir haben hier eben einen Vergleich, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland, nach 3 ganz zentralen Sparten eben differenziert. Das eine ist das verarbeitende Gewerbe, das zweite sind die Finanzdienstleistungen und Versicherungen, das dritte öffentlicher Sektor, Verteidigung, Sozialversicherung. Ja. Und da stellen wir eben fest, dass diese 3 Volkswirtschaften ganz unterschiedlich geprägt sind. In Großbritannien, also im Vereinigten Königreich, haben wir einen ganz dominanten Finanzsektor. Das ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Schließlich ist die City of London der bei weitem wichtigste Finanzplatz Europas. Und die britische Wirtschaft, für die ist auch dieser Sektor eben sehr, sehr, sehr wichtig. In Deutschland haben wir ein ganz starkes produzierendes Gewerbe. Das ist natürlich die Automobilindustrie, aber das sind eben auch andere Industrien wie Maschinenbau etc. Und wichtig ist dabei, dass Deutschland da in einem vergleichsweise qualitativ hochwertigen Sektor angesiedelt ist. Also auch die deutsche Automobilindustrie ist ja eher so in der gehobenen Mittelschicht oder in der Premium-Segment stark vertreten. Premium-Segment ist in der Automobilindustrie das Segment, wo mit Abstand am meisten Geld verdient wird. Also mit Kleinwagen oder unterer Mittelklassewagen kann man nicht viel Geld verdienen, weil dort wirklich für die Leute auch 500 Euro mehr oder weniger entscheidend ist. Das heißt, da in dem Segment ist der Preisdruck sehr hoch. In der gehobenen Mittelschicht oder unteren Oberschicht, ja, so Audi, BMW, Porsche, Daimler, das sind ja die typischen Marken, die hier unterwegs sind. Dort kommt es eben auf ein paar tausend Euro mehr oder weniger nicht so an bei dem Klientel, sodass man da deutlich höhere Gewinne eben machen kann. In einem ganz gehobenen Segment, Bentley zum Beispiel wieder, dort kann man auch nicht viel Geld verdienen. Im Gegenteil, diese Marken sind
nach meinem Wissen zumindest im VW-Konzern defizitär, was allerdings wenig Bedeutung hat, weil sowieso die Umsätze sehr, sehr gering sind. Das ist mehr so ein Luxus, den sich so ein Konzern wie Volkswagen eben leistet. Das bringt was fürs Prestige, aber wirklich Geld tut man mit diesen Autos auch nicht verdienen. Was ein bisschen absurd ist, ist ganz ähnlich wie bei der Deutschen Bahn, wo ja auch die erste Klasse im Grunde genommen defizitär ist und von der zweiten Klasse mitfinanziert wird. Ja, also das ist ein ganz ähnliche Konstellation, dass die Produkte, die wirklich für die Oberschicht eigentlich da sind, dann tatsächlich auch noch von der Schicht darunter mit subventioniert werden. Also eine wirklich eigentlich absurde Situation. Gut, und das, um jetzt auf Frankreich zu sprechen zu kommen. In Frankreich haben wir hier eben einen produzierenden Sektor von 10%, also des verarbeitenden Gewerbes, also knapp die Hälfte dessen, was wir in Deutschland haben, und einen deutlich größeren öffentlichen Sektor, 5,4% in Deutschland verglichen mit 7,3%. Und das ist natürlich eine schwierige Sache und führt dazu, dass die finanzielle Situation für den Staat in Frankreich eben deutlich angespannter ist. Man hat einen vergleichsweise großen öffentlichen Sektor, der eben auch finanziert werden will. Und zu der Basis gehört ja unter anderem eben auch die Industrie, die man im Land hat, mit der man sich das im Grunde genommen ein Stück weit auch verdienen muss. Und da sieht es eben in Frankreich derzeit nicht so gut aus. Auch dieser Verzicht auf die Vermögenssteuer, das ist ja für die Gelbwesten auch ein ganz wichtiges Thema. Die wurde ja abgeschafft. Aber diese Abschaffung hat bislang noch nicht den erwünschten Effekt erzielt. Also wie gesagt, wir haben die Tendenz zur Kapitalflucht aus Frankreich. Aber dieses Entgegenkommen der Oberschicht hat noch nicht das bewirkt, was es nach neoliberaler Schule bzw. Washington-kapitalistischer Schule eigentlich bewirken soll. Weiter heißt es eben im Verhältnis zu Deutschland. Dieser Zug nach Osten betrifft nicht nur Forschung und Entwicklung, sondern auch die Produktion. Französische Unternehmen bauen Kapazitäten in Deutschland auf oder kaufen sie zu. Von dort beliefern sie den deutschen Markt, aber auch andere Länder. Das INSEE hat sogar festgestellt, also INSEE ist ein Forschungsinstitut, dass die Franzosen in einem Drittel der Fälle von Deutschland aus ihre Aktivitäten in andere Ländern steuern. Auf der eigenen Wirtschaftsleistung bezogen hat die französische Industrie 2016 und 2017 fast doppelt so viel in Deutschland investiert wie umgekehrt. Ja. Das ist natürlich ausgesprochen negativ für Deutschland. Wir haben eben einen gemeinsamen Binnenmarkt, eine gemeinsame Währung. Und das verschärft eben die Konkurrenz zwischen Deutschland und Frankreich. Und da ist Deutschland eben, wie es aussieht, aktuell deutlich besser aufgestellt. Ja, das mag auch langfristige strukturelle Gründe haben. Deutschland ist föderal, ist dezentral. Damit im Zusammenhang steht, dass Deutschland eine starke Mittelschicht oder mittelständische Unternehmen hat. Es gibt viele, viele Hidden Champions in Deutschland, also kleinere bis mittlere Unternehmen, die aber trotzdem in ihrem speziellen, oft sehr technologisch ausgerichteten Segment Weltmarktführer sind. Frankreich ist wesentlich stärker eben durch Großkonzerne geprägt, die dann auch wesentlich leichter eben Arbeitsplätze ins Ausland verlegen können, weil sie sowieso schon international eben auch aufgestellt sind. Ganz kurz möchte ich noch eingehen auch auf die öffentlichen Haushalte bzw. die Finanzlage der Staaten. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Da haben wir ja, ich habe hier mal die Verschuldungsstände relativ aufgelistet hier. Das sind Informationen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da sehen wir eben, dass Deutschland seit 2010 einen leicht sinkenden Schuldenstand hat. Damals 2010 lag die Verschuldungsquote bei 80,9%. Jetzt sind wir bei 64,1%. Das ist also ein Effekt der Schuldenbremse, der mittel- bis langfristig auf jeden Fall positiv ist. Ja. Ich habe das mal nachgeschaut. Schon jetzt hat im Grunde genommen Deutschland dadurch, dass auch
der Schuldendienst, der natürlich zurückgegangen ist in letzter Zeit, hat schon jetzt Deutschland etwa 10 Milliarden Euro mehr im Bundeshaushalt als vor der Schuldenbremse, also als die Kapitalkosten noch deutlich höher waren. Ja. Ich verstehe es nicht so ganz, wie man speziell auch von linker Seite dann immer auch irgendwie die Verschuldung einfordert, also dass der Staat eben aktiv werden soll, investieren soll. Wenn das auf Rücklagen beruhen würde, wäre dagegen ja nichts einzuwenden, sozusagen antizyklisch zu operieren. Aber dass man hier sozusagen der Verschuldung das Wort redet, halte ich doch für etwas merkwürdig. Natürlich verweist dieser Druck, dass man sagt, die schwarze Null ist nicht gesund, das ist Austeritätspolitik, die gräbt sozusagen, die gräbt dem Staat oder der Volkswirtschaft letztlich das Wasser ab. Diese Argumentation ist nicht völlig falsch, aber man müsste hier eben auf ein grundsätzliches Systemproblem der Verschuldung insgesamt hinweisen. Also wir haben unser Washington-kapitalistisches Wirtschaftssystem ist eben so ausgerichtet, dass es im Grunde genommen instabil ist. Ja? Also die Verschuldungsmechanismen allgemein, auch die Mechanismen der passiven Einkommen, die möglich sind, und der Vermögen, die von Generation zu Generation übertragen werden. Diese Mechanismen führen in der Gesamtbilanz doch dazu, dass die Vermögensschere und die Einkommensschere auch immer weiter auseinandergeht. Und das heißt letztlich, dass das System nicht stabil ist. Also wir haben keine auf Permanenz, auf dauerhafte Stabilität angelegte wirtschaftliche Grundordnung. Ja. Und anstatt das zu kritisieren, wird dann sozusagen symptomatisch argumentiert, dass man sagt, ja, diese schwarze Null ist sozusagen das Problem. Nein, die schwarze Null ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass unser System, wenn man so will, auf Schuldenmachen hin angelegt ist. Ja? Und das ist das grundlegende Problem. Und darüber sollte man reden und nicht darüber irgendwelche Begehrlichkeiten über Verschuldung zu bedienen. Ja? Gut, das war wieder ein bisschen allgemeinerer Grundsatz, grundsätzliche Äußerung, auf die ich immer wieder auch zu sprechen komme. Gut, schauen wir nochmal eben werfen wir nochmal einen Blick eben auf die Verschuldung. Deutschland liegt eben aktuell bei 64,1%, Frankreich hingegen bei 97%. Ne? Das ist also schon, steht deutlich schlechter da. Man muss dazu sagen, Deutschland steht so viel besser da, obwohl Deutschland ja die Wiedervereinigung zu bewältigen hatte, was die deutschen Staatsfinanzen auch arg belastet hat. Ja. Trotzdem steht Deutschland jetzt, was das anbelangt, deutlich besser da als Frankreich, die so eine Belastung innerhalb der letzten Generation nicht zu tragen hatte. Und hier sehen wir schon wieder auch eine Meldung beim Spiegel. Haushaltsdefizit in Frankreich, Regierung räumt Verstoß gegen EU-Obergrenze für 2019 ein. Jahrelang konnte Frankreich die Maastricht-Kriterien für Haushaltsdefizite nicht erfüllen. Im vergangenen Jahr gelang es erstmal seit 2007. Wegen der Zugeständnisse an die Gelbwesten-Proteste ist diese Disziplin nun perdu. Ja, was ist mein Fazit aus den ganzen Überlegungen? Mein Fazit ist so ein bisschen, dass die Probleme, die wir in Frankreich exemplarisch sehen, und es mag sein, dass Frankreich, was das anbelangt, in Europa da ein Stück weit der Vorreiter ist, das sind Probleme, die sind nach meinem Verständnis systematischer und struktureller Natur. Deutschland hat hier, wenn man so will, ein bisschen eine Sonderrolle, dass es uns vergleichsweise gut geht, wobei diese Wirkungen der Globalisierung, man sagte meinem neoliberal, ich mag den Begriff ja nicht, ich sagte für Washington-kapitalistischen Ökonomie, machen sich bei uns auch ein Stück weit bemerkbar, weil in Frankreich sind eben aufgrund dieser genannten Probleme die Auswirkungen noch sehr viel stärker bemerkbar. Also Frankreich hat auch eine sehr hohe Steuerlast, und speziell die untere Mittelschicht, der wird wirklich das Wasser abgegraben, nicht nur durch Steuern,
sondern auch durch eine allgemeine Erhöhung der Lebenshaltungskosten und dass die Löhne da eben nicht wirklich mithalten können. Ich glaube also, dass die Probleme, wenn man sozusagen den Forderungen der Gelbwesten jetzt beliebig nachkäme, würde man kurzfristig sicherlich eine gewisse Befriedung erzielen können. Damit sind aber die grundsätzlichen strukturellen Probleme nicht gelöst und die reichen wirklich sehr, sehr tief in die Wirtschaftsordnung des Westens ein. Und die Frage ist, ob wir wieder an so einem Punkt sind, an dem ein ganz großer Crash uns bevorsteht und ob dann nicht so auch die soziale Ordnung gefährdet ist. Das ist 2007, 2008 ja nochmal an uns vorübergegangen. Wir hatten da zwar die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, aber die soziale Ordnung bzw. der Friede innerhalb der gesellschaftliche Friede wurde nicht wesentlich auf die Probe gestellt. Ja. Wenn wir jetzt schon Gelbwesten-Proteste haben in Frankreich, was passiert dann erst, wenn es wirklich wieder eine schwere Wirtschaftskrise gibt? Ja. Also die Gesamtlage im Westen ist nicht so ungefährlich. Wir haben jetzt auch wieder ganz aktuell ja die Entwicklung, dass die wirtschaftlichen Prognosen für Deutschland auch nach unten korrigiert werden mussten, weil es mehrere kritische Faktoren in der Weltwirtschaft gibt, die auch Deutschland zunehmend belasten. Stichwort Brexit, Stichwort nicht mehr so ausgeprägtes Wachstumsdynamik in China, sodass auf jeden Fall die Zukunft ja, spannend bleibt. Ein Grund mehr, sich grundlegend mit den Fragen unserer Wirtschaftsordnung zu befassen. Ich glaube, dass hier uns in den nächsten Jahrzehnten noch ganz erhebliche Auseinandersetzungen bevorstehen und wir uns dafür auf jeden Fall intellektuell gut rüsten sollten. Ich muss zugeben, ich bin jetzt auch nicht der hausgemachte Ökonom. Ich weiß zwar so manches, aber ich kann nicht auf jedem Feld Experte sein. Trotzdem möchte ich über diese Dinge nicht schweigen. Wenn ihr selbst mehr Informationen habt, immer gerne her damit, auch wenn einer aus Publikum was zu beitragen kann, bin ich da auf jeden Fall offen für, sei es durch die Kommentare, sei es, dass er sogar hier mal mit mir ins Gespräch kommt. Ich glaube auf jeden Fall, dass in dem Bereich großer Handlungsbedarf für uns alternativen Medienschaffenden besteht, aber nicht nur für uns, sondern letztlich für alle. Gut, schön, dass ihr wieder da wart, dass ihr mir bisher die Treue gehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ihr kennt den Spruch, lasst ein Abo da und tschüss, bis zum nächsten Mal.